Über das Briefsymbol können Sie sich Ihr elektronisches Postfach anzeigen lassen. Wählen Sie hier die Personennummer aus, entweder Ihre eigene oder die, für die Sie berechtigt sind. Unter den Dokumenten finden Sie Mitteilungen, wie zum Beispiel unsere Sonderbedingungen zum Online-Banking oder Ihre Kontoauszüge. Diese werden hier bis zu ein Jahr lang gespeichert und danach automatisch in das Archiv verschoben. In den Nachrichten finden Sie Mitteilungen von Ihrem Kundenberater. Sie können auch eine Nachricht schreiben, indem Sie auf Nachricht schreiben klicken, einen Betreff auswählen, wie zum Beispiel Konto und Karte, und Ihre Nachricht eintippen. Sie können auch Anhänge hinzufügen und Dateien hochladen. Rechts wird Ihnen Ihr Berater und Ansprechpartner angezeigt. Klicken Sie dann auf Weiter. Wir gehen jetzt zurück, da wir keine Nachricht erfassen wollen. Wir gehen zurück zu den Kontoauszügen. Über die drei Punkte können Sie den Kontoauszug entweder als gelesen markieren, speichern oder archivieren. Über die Checkbox können Sie auch mehrere Kontoauszüge gleichzeitig markieren und als gelesen markieren, speichern oder archivieren. Wenn Sie den Kontoauszug anklicken, wird dieser automatisch im Download-Ordner gespeichert. Hier können Sie ihn mit Doppelklick öffnen. Wenn Sie auch in Zukunft auf dem Laufenden gehalten werden wollen und nichts mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie uns gerne ein Like da.